Bei uns im Hartwald Campus findet die Videoanalyse vor allen Dingen in der Nachbereitung für Trainings- und Spieleinheiten statt, dass wir die Videos ohne körperliche und emotionale Beeinträchtigungen nochmal analytisch betrachten können. Im mannschaftstaktischen Bereich geht es dann vor allen Dingen darum, gesetzte Ausbildungsziele zu erreichen bzw. diese zu überprüfen und vor allen Dingen aber im individuellen Bereich mit den Spielern zu arbeiten, einzelne Clips und Sequenzen nochmal anzugucken und an Stärken und Entwicklungspotenzialen der Spieler zu arbeiten.